Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15436, 13403 Berlin, 2015, 23. Oktober. Herrn Dr. S., zurzeit KMV Wilhelm Sanderhaus. Sehr geehrter Herr Dr. S., zu meinem tiefsten Bedauern sehe ich mich veranlasst, Ihnen im Zusammenhang mit der vom Personal der Station 10b wahnhaft verfolgten Zwangsidee der Notwendigkeit einer weißen Folter vermittels nervenschädigender Knallgeräusche der automatisch schließenden Tür zum Raucherraum zur Patientenküche Erdgeschoss auch Herrn S. zur unverzüglichen Entfernung aus dem Dienst zu empfehlen. Herr S. hat insofern seine Schuldigkeit getan, als er gestern Abend die Berichte von Shoah-Überlebenden vollständig bestätigte, indem er den psychiatrischen Sonderhäftling H. zum Einschluss gegen 22 Uhr tatsächlich wie einen Hund in seine Zelle befahl. Herr H. beantwortete diese sadistische Attitüde mit entsprechend masochistischem Verhalten, indem er während des eiligen Ganges in seine Zelle syntonvergnügt das gequälte Jaulen eines Hundes imitierte. Dies ist allerdings nicht zielführend im Sinne einer Erfüllung des Besserungsauftrages der psychiatrischen Sonderhaftanstalt. Als ich Herrn S. unverzüglich auf sein dem eines SS-Schergen im Lagersystem der Nazizeit gleichenden Verhalten aufmerksam machte, drohte Herr S. mir zudem diffus, ich solle bloß vorsichtig sein, wobei Herr S. mir aggressiv erregt erschien. Hier hat wohl jemand gänzlich das Maß verloren, wie schon Ihre Kollegin L. von Haus 8, die mir aufgrund einer Neuroleptika-Allergie kurzfristig tödlich wirkende Medikamente aufnötigen wollte mit der Maßgabe, ansonsten käme ich nie wieder in Freiheit. Indikation war dort die Annahme einer anderen Einstellung zur Anstiftung zum Mord unter Betreuten der Firma Future Care Lebensträume zur Betreuung seelisch behinderter Menschen durch das Betreuungspersonal. Weiterhin bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Oberarzt, auch darum, dafür Sorge zu tragen, dass ich wie bis Mitte des Jahres auf der Basis des Strafvollzugsgesetzes üblich per Telefax mit Gerichten und Staatsanwaltschaften kommunizieren kann. Abschließend mache ich auch Ihnen gegenüber darauf aufmerksam, dass ich auf meinem Recht auf Aushändigung einer Kopie der Krankenakte bestehe. Ich bitte um kurzfristige Aushändigung einer solchen Kopie, jedoch spätestens bis Anfang November 2015. Nach Verstreichen der Frist werde ich ohne weiteres gerichtliche Entscheidung beantragen. Hochachtungsvoll.